Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und momentan läuft der Ultra-Bonus-Ultra-Woche Nummer 1, wenn man es so nennen will. Und wir haben Shiny Visor neu bekommen, V-Senior natürlich auch die Weiterentwicklung, genauso wie Shiny Scorglass, Corgro, wenn das so heißt. Könnt ihr alles neu bekommen. Genauso in den 5er Raids zurück. Raikou, Entei, Suicune, alle auch als Shiny erhältlich. Und heute ist auch wieder mal Mittwoch. Also legendäre Raid-Stunde mit den drei Raubkatzen. Da werden sich einige freuen, die am Community Day, ach am Raid Day, kein Shiny bekommen haben. Jetzt nochmal die Möglichkeit, diese Woche den Shiny-Vorrat aufzurüsten. Auch neue Shinies für Leute, die das andere alles schon haben. Und ein bisschen Abwechslung, die auch nicht zu lange geht, da die ja immer nur eine Woche jetzt da sind. Gleichzeitig, dann kommt ja Deoxys, alle vier Formen gleichzeitig. Dann noch Mewtwo, da rasten alle komplett aus. Finde ich richtig gut, dass es auch nur eine Woche dann da ist. Das genug, aber Info am Rande jetzt mal dazu, denn heute ist wieder mal Raid am Mittwoch und wir haben gleich wieder die Shinies der Woche, ach die Highlights der Woche für euch parat und am Ende auch wieder den Schocker der Woche. Und angefangen hat die Woche bei der Annika, die hat nämlich hier ein richtig geniales Meltan aus der Box bekommen, da habe ich mir echt Mühe gegeben, schreibt sie hier 0%, ihr seht das wirklich, 3 graue Sterne, Angriff, Verteidigung, KP, alles auf 0, das ist wirklich nichts. Sehr genial, das würde ich sammeln. Seltener als ein 100%iges, man muss es nochmal dazu sagen. Und wo wir gerade bei 0% sind, haben wir hier ein 0%iges Natu aus Königsfeld, Schwarzwald, Baden-Württemberg. Das war vom Luki, der hat hier auch ein Shiny Aquana geschickt. Das ist jetzt nicht so krass, aber das 0%ige Natu haben wir natürlich mit reingenommen. Dann haben wir hier ein 2186er Shiny Rayquaza. Das dürfte ein 98%iges sein vom Panda Nils. By the way, BTW 15, 15, 14 für Raider Mittwoch, genau 98%. Und nochmal Props an Panda Nils, dass der mir das Angebot gemacht hat mit diesen Thumbnails, dass der für mich kostenlos Thumbnails machen würde. Wir haben das ja mal getestet. Ich habe mich dann dazu entschieden, trotzdem bei dem alten Style zu bleiben. Aber was er gemacht hat und wie er das gezaubert hat, sah natürlich richtig genial aus, richtig professionell. Also wenn ihr Thumbs braucht oder irgendeinen Grafikdesigner, geht mal zu auf Panda Nils. Der ist ja auch Pokémon-Spieler, freundet euch mit dem an. Den seht ihr ja öfters mal hier in den Kommentaren. Auf jeden Fall korrekter Dude. Dann habe ich mich endlich mal mit dem Shiny Nägelmon getroffen. Danke an Shiny Nägelmon und habe ein Shiny Ele Voltec bekommen. Ich hatte bisher nur 2 Elekid, ein drittes hat mir gefehlt. Und anstatt ein Elekid zu bekommen, tauscht man sich einfach direkt ein Shiny Ele Voltec. Damit die Familie auch noch voll. Das Electek müsste ich noch entwickeln aus dem zweiten Elekid heraus. Das machen wir irgendwann mal, wenn es passt. Es gibt noch so viel zu tun. Was er dafür bekommen hat, seht ihr gleich. Denn dann bin ich noch aufgestiegen mit typisch Andy zu Glücksfreunden. Der Nägelmon hier, danke Ramses, hat ein Spuktu bekommen. Also ein Mewtwo mit Spukball, was es ja damals nur aus den X-Raids gab. Denn als es dann normal in die 5er-Raids gekommen ist, hat es ja nur Psychokinese, Eisstrahl, Feuer, Blitzzeugs, alles gekonnt, aber Spukball eben die beste und brutalste Attacke von Mewtwo gab es eben nur damals in den X-Raids. Ihr seht auch das Datum, 6.7.2018, ist also schon eine ganze Weile her und ich bin froh, dass es nicht Lucky geworden ist, sonst hätte ich noch ein Elekid gebraucht. Dann der Pushner mit einem Shiny Vulpix Alola ausgebrütet, sehr schön, da habe ich auch die Familie mittlerweile voll. Der Kenny hat uns hier gezeigt, ein Krypto Slymog mit 13, 15, 15, wenn er das erlöst, wird es also ein 100%iges auf Level 25. Bin ich mal gespannt, ob er das gemacht hat oder so lässt. Dann der Poketechno. Wo wurde es gefangen? Dieses Enton wurde am 28.08.2019 in der Nähe von Römhild, Thüringen, Deutschland gefangen. In der Nähe von Römhild, Thüringen, Deutschland gefangen. In der Nähe von Römhild, Thüringen, Deutschland gefangen. Doppelt hält besser, sagt man immer, aber bei Niantic sagt man immer die 3 von der Tange. Deshalb habt ihr gleich 3-mal den gleichen Text unten drunter. Richtig genial. Habe ich auch noch nicht gesehen. Happy Hippo zeigt uns hier Bob the Rob. Wo auch immer der ist.
ich glaube immer noch in Italien oder so war der, glaube ich, unterwegs. Und da seht ihr die ganzen Happy Hippos und noch ein Enter und Carpador dabei. Richtig genial. Auch die zwei Geschlechter seht ihr natürlich den Unterschied. Das Gelbe und das Braune und wie einfach die Muster dann umgedreht sind, fand ich richtig cool eben bei Hippo Potters. Der Lift Up Raider mit einem Shiny Weilmar während des Wasser-Events. War ein Wasser-Event? Ich weiß es nicht. Während letztens einfach Shiny Weilmar. Hey, und alle haben sich gefreut natürlich. Gerade aus dem Ei geschlüpft von Tina aus Schleusingen hier, aus der Schleusinger Gruppe, dass auch mal wieder was kommt. Lange nichts gehört, jetzt meldet sie sich zurück mit einem 100% Ninkada. Das ist auch richtig genial, würde ich auf jeden Fall so behalten, wie es ist. Der Mitzenmann am Tegut hat ein Shiny Hytera gefunden mit 500... Ein wildes Hytera gefunden mit 574 und guckt mal, was es da macht. Vielleicht versucht es sich gerade in den Boden zu graben und das Ei reinzudrücken. Es fest auf jeden Fall aufs Ei, drückt das nach unten, guckt dabei richtig genüsslich unter. Gehen schon die Blähungen hoch, ist natürlich Staub, ist wieder mal gehüpft, dass es überhaupt hüpft, so groß und breit wie es ist. Dann der Shiny Nägelmon, auch gebrütet. Was macht der? Mit einem 100% Alola Mauzi, richtig genial, habe ich auch bei mir bekommen. Aber ihr wisst, das könnt ihr ja nur aus den Eiern bekommen, also wenn ihr da wirklich die Familie auch noch als 100er haben müsst. Und dann noch die Shiny 100er Alolas und ihr werdet euer Leben nicht mehr froh. Der Sly hat uns hier gezeigt in ein Ninja Tom, auch mit 100%, auch natürlich aus der Feldforschung, gebrütet, sonst was, vom 2.12.2018, ist also schon ein bisschen älter, könnte es sein, dass es noch aus der Forschung damals war, 15, 15, 15, also auch ein perfektes, richtig genial. Knapp daneben ist auch vorbei der Bockwurst King, dessen Account ich jetzt wieder auf dem Handy habe und deswegen oben wieder jetzt eigene Nummer steht, mit einem 98%igen Mankey. Dann gab es wieder mal Einladungen für die Brücke der Technik, X-Ray Arena, wisst ihr ja, 7. September ist es soweit. Wahrscheinlich immer noch die Oxys drin, aber der nächste X-Ray Boss wird auch bald folgen, da die Oxys ja jetzt sowieso für alle zugänglich gemacht wird, sind wir natürlich gespannt, was der Nachfolger sein wird. Gerade geschlüpft, knapp am 100er vorbei, auch bei der Sally Maus ein Alola Kleinstein mit 96%, kein 98er, aber 96, immer noch richtig genial. Der Nägelmon mit einem Shiny Elekid, da hat er mir gerade sein Elevoltec getauscht und kriegt schon wieder ein Elekid hinterher. Genügend Bonbons hat er auch, er könnte es also einfach durchentwickeln und ihm würde gar nichts fehlen. Dann der Pokefreak Red mit einem 100% Shiny Shinox aus Leipzig, Sachsen. Das ist auch richtig genial. Hat er Lauri genannt. Für seine Freundin natürlich hier das gewidmet. Der randaliert hier. Was ist da los? Dann haben wir mal ein paar Sachen verglichen. Wie viele Legendäre, wie viele 100% Legendäre. Ich habe das auch mal. Habe gesehen, dass ich also 7 Stück habe. Ein Rüstungs-Mewtwo mit 100% gemaxt, ein Entei 100% gemaxt, zwei Kyogre 100% gemaxt, ein Giratina in der Urform 100% gemaxt und zwei Rayquaza 100%, davon aber nur eins gemaxt. Das andere nehme ich immer mal, wenn ich eine Push-Aufgabe habe, dass ich die Pushes da reinknall, weil bevor ich irgendwas Sinnloses push, mache ich das lieber damit. Bob the Rob mit einem 100% erlösten Zubat aus Italien, genau in Italien ist er also, extrem wieder mal getauscht mit dem Kenny, ein 100% Beyond Scorer, nimmt man auch gerne mal mit. Der Pushner mit einem 100% erlösten Hunduster, ihr seht, das ist also trotzdem relativ häufig, dass ihr da gute IV rausschlagen könnt, wenn ihr die Krypto-Stops abklavert, die Team Rocket Stops, die Krypto-Pokémon euch holt und die erlöst. Das Hunduster hat er dann auch gleich entwickelt zu Hundemon. Level 25 sieht natürlich auch immer gut aus. 1800 WP hat es hier. 100% erlöstes Hundemon auf Level 25. Das gleiche, ich auch, hat der Toni aus Thema. Bei dem hat es 1919, aber auch ein 100% erlöstes Hundemon. Dann der Nägelmon wieder mit einem Ursa-Ring, hat er bestimmt nicht wild gefangen, das war bestimmt auch wieder ein Teddy Ursa entwickelt, aber trotzdem 100% Ursa-Ring, das fand ich ja so genial. Grüße an Zitwa, wie man gesagt hat, ein wildes Zitwa erscheint, weil das einfach so bärig ist und so böse guckt. Mit meinem Schatz getauscht, jetzt hat er also auch ein Shiny Minun
Das habe ich damals auch bekommen, als wir gerade in Prag unterwegs waren. Da waren Minun und Plusle, wurden da ja released auch als Shinies. Das war natürlich cool, die zu fangen. Pokefreak Red zeigt uns hier noch Grüße an Raid am Mittwoch. Ein 100%iges Perlu mit 544 WP. Damit damals auch eins bekommen. Die können ja momentan auch aus Eiern brüten oder trotzdem auch wild ab und zu mal fangen. 544, 100%, merkt euch diese Zahl. Und 458, merkt euch diese Zahl nicht, aber auch vom Pokefreak Red ein Shiny Evoli. Leider ohne Blumenkranz, aber momentan könnt ihr ja das Evoli mit Blumenkranz aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen. 2 Monate lang, den ganzen September und Oktober, wo es eben auch shiny sein kann. Dann nochmal Pokefreak Red, habe es jetzt auch. Hat also jetzt auch sein Jirachi bekommen, hat es gleich wieder Traumlauri genannt. Der widmet immer alles seiner Freundin. Hier nochmal Panda Nils, der mir also ein Thumbnail gemacht hat. Das seht ihr nochmal den Unterschied, wo ich auch gesagt habe, ich habe ja immer so einen Rahmen drum. Das hat er mir dann auch gemacht und genau dieses Thumbnail habe ich ja dann für eine Folge genommen. Danach leider nicht mehr. Er hätte bestimmt noch coole Sachen gemacht, aber mir war es dann auch zu viel, jeden Tag ein Bild extra zu machen, ihm zu schicken, dann vielleicht auch zu warten, wenn ich spontan mal was hochladen will oder muss. Und mit der Absprache ist halt immer ein bisschen schlecht, wenn man da auf jemanden warten muss oder sich mit jemandem erst kurz schließen. Ist besser, man hat alles selbst in der Hand und kann entscheiden, wann mache ich was, wie und wo. Aber es sah natürlich besser aus, professioneller, wenn er das gemacht hat. Dann der Nägelmorn wieder mit einem Shiny Alola Mauzi aus dem Ei gebrütet. Kleiner Phönix hat uns hier noch ein fettes Bild von Rayquaza gezeigt, was er bis vor kurzem noch in den 5er Raids war, seinen Abschied dann gefeiert hat. Der Shiny Nägelmorn hat auch ein Shiny Evoli bekommen. Bob the Rob getauscht, ein 100% Glücksaustoss. Wieder Italien, alle Werte auf 15, 100% Glücksaustoss, Glückwunsch. Dann habe ich ein Foto gemacht auf einem Parkplatz von einem Auto, weil da einfach stand, 19 Gen. Also Hinweise auf die 19. Generation gefunden, würden jetzt einige Leute sagen, ist natürlich Quatsch, also machen wir schnell weiter. Denn der Nägelmon hat auch sein Shiny Griffel. Ist das Shiny? Ja. Sieht man kaum, dass das glitzert. Aber sein Shiny Griffel entwickelt zu Shiny Ambidiffel. Na gut, beim B sieht man, da ist noch ein Funken drauf. Dann hatte ich eben auch diese Umfrage gemacht zu den Thumbnails und ihr seht ganz klar, was gewonnen hat. Gammelsams weiterführen, Profisams einführen oder Freibier für alle. Und Freibier hat natürlich gewonnen und deswegen machen wir auch gleich weiter. Denn die Sally Maus, nach Wochen mal wieder Glück gehabt, hat auch ein Shiny Evoli bekommen, die es angeblich jetzt gar nicht mehr wild gibt, dadurch, dass es jetzt in der Feldforschung ist. Aber ob das stimmt, weiß man auch wieder nicht. Habt ihr in letzter Zeit, seitdem jetzt der Feldforschungsdurchbruch da ist, ein Evoli gesehen, ein wildes? Irgendein wildes Evoli, muss nicht shiny sein. Das wäre interessant, schreibt es mal in die Kommentare, wer die letzten Tage ein Evoli gefangen hat. Dann der Kenny, wieder ein bisschen getauscht, ein 100% Remoraid als Lucky bekommen. Der Mitchell wieder was erlöst, ein 100% erlöstes Shiggy auf Level 25, der Stefan Landei, der hat mir noch 2 Bilder zukommen lassen, die ich richtig genial fand. Schaut euch das Ele Voltec an, hier auf der Wiese mit diesem bewölkten Himmel. Das sieht richtig mächtig aus, genau wie das Shiny Aerodactyl natürlich in diesem Abendrot auf diesem Wasser, diese Spiegelung, dieser Himmel, das sieht richtig genial aus. Das könnte man auch als Gruppenbild irgendwie irgendwo machen. Dann habe ich meinen letzten Rayquaza Raid gemacht. Netter Abschluss. Habe ganz am Ende nochmal ein 98%iges Rayquaza mitgenommen. Nägelmon wieder mal mit einem Shiny, diesmal ein Quiekel. Dann ging es auch schon los mit Visor, mit Skorgler, mit allem Möglichen. Habe ich gleich ein Visor bekommen, hab das auch jetzt als Buddy genommen. Wer mal durchgeguckt hat beim Geschenkeverteilen oder so, dem wird das sicherlich schon aufgefallen sein. Die Pokémone trumpft noch auf mit einem Shiny Onyx. Der Nägelmon bei seinem ersten Feldforschungsdurchbruch jetzt gleich ein Blumenkranz Evoli als Shiny bekommen. Also der staubt wieder sofort richtig ab. Kann man mal mitnehmen vom Kenny bei einem Entei Raid gleich ein 100% Wettergeboostetes. Glückwunsch auch dafür, das würde ich auch auf jeden Fall hochziehen, wenn er genügend Bonbons hat. Der Justin zeigt uns noch böse
Lautsprecher, Pokémon-Lautsprecher, die ihr euch aufsetzen könnt, damit jeder euch anguckt, wenn ihr durch die Gegend lauft. Aber ist doch eigentlich was ganz Cooles. In Japan läuft bestimmt jeder zweite, dritte so rum. Das ist nichts Besonderes mehr. Es hat geklappt. Nägelmon hat sein Shiny Blumenkranz Evoli also entwickelt zu Shiny Blumenkranz Aquana. Ich hätte mir da lieber einen Blitzer draus gemacht. Aber das war ja sicherlich zufallsbedingt. Die Ditch mit einem Shiny Skorgler. Und das sieht auch richtig genial aus. Also die zwei neuen Shinies gefallen mir richtig gut. Mitzenmann auch mit einem Shiny Visor. Mit Blähungen, wie man sieht. Der Kenny auch mit einem Shiny Skorgler. Und hier auch richtig hohes Level. 1534 WP. Und wenn ihr das noch entwickelt, da raste ich doch komplett aus. Er hat aber leider nur 41 Bonbons. Und ein Bild noch vom Furzbob. Vom Furzbob. Er hat sein letztes Pokémon gefunden. Das ist natürlich bitterböse da in der U-Bahn. Und das ist auch das letzte Bild von den Highlights jetzt. Den Rest, was heute noch kam, hebe ich mir auch wieder für nächste Woche. Und wir kommen natürlich jetzt noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von TDKCB und I oder TDKC Bambi, wie auch immer, weiß ich nicht genau, aber der hat hier ein 100%iges Shiny Zapdos. Das ist richtig genial, das ist gemaxed, das ist komplett hochgezogen, auch mit einer zweiten Ladeattacke hinzugefügt, 18.09.2018, und als wäre das nicht genug, hat er ebenso ein 100%iges Shiny Arctos vom 7.07.2018, auch alle Werte auf 15, auch zweite Ladeattacke dazu, gemaxed auf über 3051, hier habt ihr sogar 3527, deswegen finde ich Gelb immer besser als Blau, die kommen einfach höher, die sind einfach viel öfter einsetzbar. Bei so vielen Raid-Bossen konnte man schon Zapdos nehmen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei irgendeinem Raid-Boss mal Arctos genommen habe. Und als wäre das nicht schon genug, dass er Zapdos und Arctos hat, hat er hier auch noch ein Lavados. Leider nicht gemaxed, leider keine 100%, aber ein 98%iges Shiny Lavados vom 8.09.2018. Da sieht man auch den Unterschied. Alle sind gemaxed, die ein 100er sind, das ist nicht gemaxed, weil es kein 100er ist und deswegen hat es auch keine zweite Ladeattacke bekommen. Das ist aber trotzdem cool, ein 98%iges Shiny ist schon was richtig Geniales und dass er die drei Vögel so hoch bekommen hat, also Props von meiner Seite aus, das war der Schocker der Woche, ist mir jetzt untergekommen, fand ich richtig genial und wir sammeln natürlich weiter, gucken, was diese Woche noch so passiert. Es geht ja dann schon in Woche 2 rein mit dem Ultra-Bonus, wo dann eben auch die Dioxissens reinkommen und die Kontinentalen eben aus den Eiern. Und wer wird das erste 100%ige Shiny Tauros brüten? Das sehen wir aber nächste Woche, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. We'll be right back.